Tatsache. Mami, was sagst du eigentlich zum Thema Teilzeitberater? Wir sind keine Teilzeitberater. Der Nick hat gesagt, wir sind Teilzeitberater. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind Vollzeit unterwegs die ganze Zeit. Ich bin überhaupt kein Berater. Das ist noch viel besser. Und wenn, dann Teilzeit. Aber das stimmt nicht. Wir sind keine Teilzeitberater. Da warst du ja mit drin in der Beratung. Na klar sind wir Berater. Teilzeitberater. Nee, ich könnte auch bestimmt beraten. Ja, Logo. Mental. Ich denke, ich berate nicht mental oder was? Nein, aber ich meine, wenn es jetzt auf Liquidität und Co. zugeht, dann müsste ich mich vielleicht noch mal vorher ein bisschen informieren. Liquidität? Nee, das mache ich nicht. Das macht der Kollege. Ach so, kein Problem. Das sagt mir nichts. Was machen Sie denn? Kaufsberatung, Kaufberatung. Ich weiß, wie man gut Schuhe kauft und ich weiß, wie man gut Klamotten einkauft und wie man gutes Essen kauft. Ja, weißt du, wie man gutes, gesundes Essen kauft? Genau, das weiß ich, ja. Das ist auch schon mal total viel wert. Das ist auch genau das, was die Welt braucht, weil dieser ganze pasteurisierte Supermarktkram ist ja ein bisschen schwierig auch. Ja, also tatsächlich hat eine Freundin von mir mich letztens gefragt, da war ich mit ihr im Supermarkt unterwegs und habe ihr da so ein paar Anregungen gegeben. Da hat sie echt zu mir gesagt, kannst du nicht öfter mal mit mir einkaufen gehen? Da habe ich gedacht, okay. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Dienstleistung. Ja, das heißt Personal Shopper, sowas gibt es ja. Personal Shopper, ja. Also sowas gibt es in der Tat. Gibt es ja. Nicht nur für Omas, sondern tatsächlich könnte man ja sagen, hier, ich will gesund leben, ich brauche Mahlzeiten für 3 Tage und ich schicke dich los. Ja, an so einer Art arbeite ich ja jetzt schon. Ach ja, das ist ja spannend. Yes. Das ist ja cool. Und dann gehst du auch in den Supermarkt oder wo gehst du dann hin einkaufen? Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber grundsätzlich Thema Ernährung steht ja schon an. Im Vordergrund. Ja, okay, verstehe. Ja. Wo kaufst da du denn am liebsten ein? In welchem Supermarkt was, oder in welchem Markt oder wo kaufst du am liebsten ein? Ja, also da ich ja Studentin bin, würde ich natürlich am liebsten regelmäßig im Bio-Supermarkt einkaufen gehen. Oder auf dem Markt, aber bei mir ist das alles tatsächlich ziemlich teuer. Deswegen mache ich das 50-50, würde ich mal sagen, dass ich auf den Markt ab und zu mal gehe und am liebsten gehe ich sonst in den Edeka. Also ich weiß ja, das Markt hat ja schon irgendwie eine bessere Qualität, meiner Meinung nach. Ja. Es genießt ja irgendwie mehr Vertrauen, Markt, obwohl es ja nicht unbedingt immer Bio sein muss. Nee, das stimmt. Also es ist ja manchmal, aber es ist qualitativ besser. Ja, sagen wir mal, wenn es regional ist, ne, dann finde ich, das ist schon eine gute Option. Ist auch schön, dass die Märkte so wieder so ein bisschen so eine Renaissance erfahren, ist wieder da vorwärts. Es hat ja auch Atmosphäre und... Ja, und bringt auch eine Bindung zur Verkäuferin. Ja, auch. Ja. Es macht einfach auch Spaß, so mit seinem Körbchen da loszuziehen. Aha. Vielleicht auch mit dem Fahrrad. Ne? Bei uns Leute, ist ein... mal das Fahrrad. Ja, ja, ja. Und bei uns ist ein Stand total beliebt. Da gibt es nämlich Kinderkäse. Das ist Kinderkäse? Das ist eigentlich kein Kinderkäse, aber die Kinder sind total heiß da drauf, weil die immer sagen, ey, die Frau vom Kinderkäse war nicht da. Und so, die ist total eingeprägt, weil es gibt ja auch so eine persönliche Beziehung zu der Verkäuferin. Definitiv, was man im Supermarkt ja nicht so hat. Nee, das stimmt. Das ist ja eher unpersönlicher und da ist er schon so ein bisschen persönlicher. Das ist eine schöne Sache. Also ich muss sagen, meine erste Assoziation mit Kinderkäse war jetzt gerade. Das darf man wahrscheinlich auch niemandem erzählen, aber dass da auch wie bei der Kinderwurst ein Gesicht drin ist. Ach so, ja. Ja. Könnte sein, ist ganz normaler Käse leider, aber das ist eine gute Idee. Warum nicht? Warum gibt es das eigentlich? Das ist doch auch mal wieder eine Frage. Warum gibt es Kinderwurst mit Bärchengesicht, aber keinen Kinderkäse? Das kann man doch machen, es gibt überhaupt gar kein Thema. Da kannst du so Dinge rausstechen und da ja, aber warum ist wieder die Fleischware sozusagen für Kinder gemacht? Das ist ja auch schon wieder so eine Frage. Das wäre doch mal wieder eine Frage an die Lebensmittelindustrie. Das ist eine gute Frage, da könnten wir auch Kinder Tomaten machen. Ja? Man könnte da zum Beispiel so eine Schablone drauflegen, damit dann verschiedene Teile rot werden, ein paar grün bleiben und schon mal welche mit Gesicht. Das ist eine Geschäftsidee. Tomaten mit Gesicht. Ja, um das Kindern einfach wieder Obst und Gemüse attraktiver zu machen. Ja, das ist eine coole Idee. Also wenn ihr gute Geschäftsideen braucht, wie zum Beispiel Tomaten mit Gesicht oder Kinderkäse, dann könnt ihr gerne Anfragen stellen. Ich finde es echt gar nicht so schlecht. Ich finde es aber cool, okay. Ich finde es eine ziemlich coole Idee. Ja, ich auch. Das ist auch eine gute Idee. Ja, also falls da jemand auch noch Interesse dran hat. Hier ist gerade mal wieder eine Idee geboren. Genau, setz mal um. So schnell geht das.